Doppelt hält besser. Das ist meine Nichte, gell? Und ich bin die Melina. Das ist ihre Schwester, also auch meine Nichte. Wir sind heute zuerst und haben das Vergnügen, nachher mit mir nicht zu nerven, wenn ich vom Training wieder nach Hause komme. Dann überlegt euch mal was wir nachher noch machen können. Das finde ich gut, das ist am besten. Da habe ich meine Ruhe. Dann wird für euch noch trainiert. Jeder 10 Liegestütze. Komm. Und 1 und 2. Jawohl, Selin, gut. Komm, Melina, runter. Auf. Du bist ja eine richtige Maschine. So, jetzt ist Zeit für Arbeit, für Training. Was darf bei mir auch nicht fehlen? Mein Markenzeichen fürs kalte Wetter. Bitte. So sieht's aus. Die Kelt-Style. Auf geht's. Die schönste Arbeitstasche auf der ganzen Welt. Was machen wir denn heute? So, erstmal Servus Sportsfreunde. Heute machen wir einen neuen Vlog mit dem Yannick. Genau. Grüß dich Yannick, weil der Alex, der hat ja keinen Bock mehr auf mich, hat er gesagt. Ja, dem hat es nicht so gut gefallen bei dir. Den Alex, zieh dich warm an. Ja, darf ich das ausbaden hier? Nee, du nicht. Bei dir ist alles in Ordnung, aber der Alex. Der Alex, beim nächsten Mal. Nächstes Mal Sparring mit Christian. Wir machen heute Krafttraining. Ja. Und Ciao Dima. Ciao. Das war mein Boxing-Coach. Der Mann, der mich zum Kampfsport gebracht hat. Time to work. Was hast du gerade gesagt? Jetzt bist du dünner. Langsam. Man sieht schon. Langsam. Kommt wieder. Wie viele Wochen sind es bis zum Kampf? Zwei Monate. Zerrissen das T-Shirt. Das ist wichtig, die Qualität, was drunter steckt. Auf die kommt es drauf an. Das ist Qualität. Das andere ist alles nur bla bla und oberflächlich. Massieren, die Muskeln aktivieren. Machst du das immer vorm Training? Ja, aber erst seit kurzem. Seit 2-3 Wochen habe ich damit angefangen. Du wirst älter, hä? Nein. Nee, ist schon wichtig. Ja, das ist, du musst einfach, das schützt vor Verletzungen. Bei den Sprüngen jetzt, die wir jetzt machen, dann ist hinten der Hamstring stark belastet, deswegen muss der auch gut warm sein. Jetzt starte ich mit meiner Mobility. Das ist A und O, sich vernünftig warm zu machen, kann ich euch ans Herz legen. Einmal durchmobilisieren, die ganzen Gelenke, den Körper in Schwung bringen, dass er merkt, hey, jetzt geht's langsam los. Und dass er auch seine Leistung abrufen kann, 100%. Siehst du? Ja, der sitzt zu Hause und schneidet das andere Video. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Aber Alex, du kommst mir nicht davon. Du kommst mir nicht davon, Sportfreund. Gucken, nicht, dass doch irgendwas geändert hat beim Warm-up. Aber passt. Nicht, dass du was zu viel machst, gell? Nee, lieber zu viel als zu wenig. Ja. Das Ganze 2 Runden und dann komme ich in die Plyos. Und ist hart? Steinhart. So, jetzt die Plyos. Warm-up sind jetzt durch, hat jetzt 17 Minuten gedauert, sagen wir mal 20 Minuten zum Massieren, ja, ist wichtig, jetzt geht's schon los, aber dafür müssen wir einen Stock tiefer. Wie viel Laps da heute drauf? 90 und das sollte eigentlich dann passen. Normalerweise war ich letztes Mal, weil wir messen ja die Geschwindigkeit, zeige ich dir jetzt gleich nochmal, auf die Maximalpower sind wir gegangen, da habe ich 130 gemacht mit Bändern, pro Band ist 10 Kilo, also 150 Kilo, das dreimal explosiv rausdrücken und heute sind wir mit Sprünge dran, auch noch im Powerbereich, weil wir wollen ja noch kräftig bleiben und dann 4 Wochen vor dem Kampf gehen wir dann eigentlich fast nur in die Schnelligkeit, Schnellkraft, ne? Dass die ganze Power schnell ans Ziel kommt, schnell ins Gesicht.
ist jetzt die Matte, lege ich hin, check da das Gerät drauf, mache dann mein Tablet an, öffne die App und misst mir dann meine Geschwindigkeit, wie schnell ich das Gewicht bewege. Und mein Trainer bekommt dann direkt im Anschluss, wenn ich fertig bin mit dem Training, bekommt er dann die E-Mail zugeschickt, die Auswertung. Und ja, und dementsprechend können wir dann beim nächsten Mal das Gewicht wieder anpassen. Ja. Arbeiten auf dem höchsten Niveau. Ja. Dann gebe ich hier 90 Kilo an. Bevor wir jetzt loslegen, ich muss noch mal kurz scheißen. Austreten. Ich muss mich leichter machen. Also, bis gleich. Eine Ewigkeit später. Sieht erleichtert aus. Ja, schon, gell? Man sieht's. Ich mache jetzt hier 5 Sprünge, und dann gehen wir rüber, schnell in den Raum, dann Medizinball. 5 links, 5 rechts. Bam, bam. Bam, bam. Das ist keine Gleitcreme, nicht, dass ihr denkt. Nicht aus dem Schlafzimmer mitgenommen. So, dass ich auch einen vernünftigen Grip habe. Waren jetzt aber 6 Stück. Nee. Hast du mitgezählt? Nein. Ja, also, es waren 5. Ich weiß schon, was ich mache. Ich habe das Gefühl. Das war jetzt die erste Runde. Davon machen wir 5 Sätze. Zwischen den Sätzen ist immer Dehnen. Solche Sachen kann man da immer machen. Welche Muskelgruppe würdest du jetzt dehnen? Die Sprünge. Aber auch langsam rantasten. Das ist, ja, ich habe 11 Trainingseinheiten in der Woche. 11 bis 12 Trainingseinheiten. Und das ist schon hohe Belastung für den Körper. Da müssen die Sachen, das muss stimmen. Es ist nicht mehr so Larifari. Und früher war das Problem bei mir, als ich hauptberuflich trainieren konnte, Profi dann war das für mich wie so Kindheitstraum, wo er in Erfüllung ging. Weil früher wollte ich ja Fußballer werden und das ist quasi wirklich jetzt mein Kindheitstraum von einem Profisportler. Das war dann wie so, boah, geil. Und dann nur noch Training, 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 Training. Manchmal essen, manchmal schlafen. Training, 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 Training. Und ja, das war zu viel. Da war ich im Übertraining und das war einfach too much. Brauchst du noch die Pause. Ach, das Text, oder? Sag nichts. Sag einfach nichts. Das Gute werde. Ja. Kann immer besser sein. Kann immer besser sein. Man darf nie zufrieden sein. Zufriedenheit bedeutet Stillstand. Ich bin nicht zufrieden mit mir. Ihr habt gerade gesehen, wir hatten mega Ärger bekommen von meinem Boxtrainer. Ist kaputt gegangen. Ja, aber was mich jetzt gerade ein bisschen verwundert, weil ich mache das ja schon ein bisschen länger hier, aber ich glaube, ich habe ein bisschen an Explosivität, Schlagkraft zugenommen. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. 6 Stück, oder? Oder waren es 5? Diesmal waren es 5. Du musst mehr trinken, ja, fast voll. Wir haben jetzt gerade mal 43 Minuten vom Training. Wir haben noch eine gute Stunde vor uns. Warum willst du auf meinen Code ansprechen, oder? Wo es die blauen Augen gratis gibt. Mit Code de Kelt gibt es die blauen Augen gratis. Sicherheit geht vor. Press, Push Front. Ich bin ausgewählt. Jungwirt, passt. Jetzt ist mal Zeit für ein T-Shirt wechseln. Da ist noch eine helle Stelle. Stimmt, zum wieder anziehen. Ja. Würdest du das auch als sicher bezeichnen? Natürlich. So ein Mann der Sicherheit bist. Ja, natürlich. Warum sieht es nicht sicher aus? Na, eine Woche vorm Kampf würde ich es nicht machen. Go!
Aber wir haben noch Bauch, haben wir noch 3 Übungen, 2 Sätze. Aber jetzt räumen wir erstmal hier auf, machen sauber die ganzen Flecken weg. Ja, du bist der Schreck eines jeden Fitnessstudio-Betreiber. Ja, schon. Mit den Kalkhänden. Ja. Kennst du dich ja aus, oder? Ja, so sieht das ja aus, nachdem der Christian die Stange benutzt hat. Schön putzen, ne? So macht man das, merkt euch das. Den Arbeitsplatz verlässt man sauber, nichts anderes. So wie man vorgefunden hier hat. Hier auf der Baustelle, genauso. Oder auf der Toilette. Jetzt haben wir das aufgeräumt, jetzt haben wir noch Bauch. Beine Po. Bauch, Beine Po. Good job. Aber gutes Training. Ja. Zufrieden. Zufrieden darf man nicht sein. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, um fitter zu werden, sagen wir es mal so, um stärker zu werden. Und mein Isoclear mit L-Glutamin für die Regeneration, Omega-3, Ashwagandha, Magnesium und Kurkuma. Ihr wisst, was zu tun ist. Support your local fighter. Ciao, Anja. Ciao. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. So, also das war's jetzt von mir, von heute, von Krafttraining. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt in die Kommentare, was wir noch so machen könnten eventuell. Ja, seid gespannt. Wird spannend bestimmt. Auf geht's.